Okay, hey Alan, are you ready? Wir kommen aus dem Ausland. Wir kommen aus dem Altkreis Schwäbisch Gmünd. Wir sind Unicorns und das hier sind die Hoffnungshäuser im Taubental. Da wohnen wir nämlich. Wir sind unterwegs in puncto Integration. Und das ist unser Innenhof. Wir sehen dann Hoffnungsblickgebäude von den Mitteleignern und den Innenhof mit den geschwungenen Treppen und so weiter. Und da treffen wir uns auch, wie zum Beispiel hier, bereiten wir nämlich unseren Kunstevent am 16.10.2022 vor. Das sind wir gerade in den Startlöchern, um alles herzurichten voll. Die Bänke sind schon da. Es geht um das Steinboot, das hier jetzt als großer Block dann dasteht als Quader. Das weiß ich von Denise. Und das ist unsere Präsentation heute, dieses Kunstprojekt, das wir eben letzten Oktober durchgeführt haben in unserem Innenhof. Wir haben einen über 3 Meter großen Steinquader einfräsen lassen und haben gemeinsam ein Boot hergestellt. Und ihr fragt euch, wie das geht. Das werdet ihr in den nächsten Minuten sehen und erleben. Ihr seht hier unser Team. Mich habt ihr erkannt, Regina auch. Mein Mann stand gerade neben mir und hier ist Reginas Sohn Felix zu sehen. Wie ich es euch gerade gesagt habe, Hoffnungshaus bedeutet, wir wohnen da. 24/7, ich habe 3 Töchter. Die wohnen da auch logischerweise und von daher unsere ganze Familie hängt mit drin. Mein Mann hat, das ist Martin, mein Mann, der ein Video gedreht hat von unserem Kunstevent. Check it out auf unserer Homepage hoffnungsträger.de, könnt ihr diesen Tag Revue passieren lassen in 2,5 Minuten und habt einen Zeitraffer von unserem Kunstevent. Und hier seht ihr mal das Steinboot noch in der ursprünglichen Quaderform, bevor es ganz die Lamellen weggeschlagen werden. Das Boot steckt nämlich eigentlich schon drin, weil der Steinmetz nach unseren Daten, die wir ihm geschickt haben über das Internet, und da kann dann jeder das Boot mitgestalten, selber Bildhauer sein. Indem sie die Lamellen wegschlagen und dann kommt die Form, die wir eigentlich eingegeben haben über die Daten, die der Steinmetz vorgefräst hat. Und so sieht es aus, wenn es ein bisschen weiter bearbeitet worden ist. Ziemlich wild eigentlich, finde ich. Und man sieht aber schon, dass die Form des Bootes langsam sich rausschält. Und das ist eigentlich ganz interessant, zu sehen, dass die Form drinsteckt. Hier sehen wir, dass einfach alle möglichen Leute mit dabei sind. Wir machen unser Boot. Es ist nicht so, wie es salopp in der Zeitung stand, Laien stellen ein Boot her aus Stein. Nein, wir haben es vorgefräst. Und hier der Innenhof, wo wir den wir als durch das Projekt auch als Begegnungsstätte benutzen und das Interessante ist, dass die Leute wirklich dann die Möglichkeit haben, sich zu treffen und auszutauschen. Und das ist interessanterweise, hat jeder Bock gehabt mitzumachen. Diese Dame hier im Kleid war ganz heftig am Tun und wir haben unser Boot gemacht. Und das war das Tolle an unserer Aktion. Hier sehen wir nochmal, wie das Boot weiterentwickelt wurde. Und die Presse ist auch da. Und wir informieren die Presse da im Hintergrund. Und da vorne, wie gesagt, Kinder, alles Mögliche. Und sogar unser OB.
Adolf hat uns mit seinem Kommen gezeigt, wir sind Teil von Münch, wir sind wichtig und er kommt zu uns in die Hoffnungshäuser und wir kommen manchmal in die Stadt, machen Aktionen. Und es ist auch hier diese Weiterentwicklung vom Stein. Ich habe einfach mehrere Bilder reingetan, dass man sieht, wie der Steinblock plötzlich freigeschält wird. Also die Form ist da. Und so sieht es dann aus. Für Integration gibt es kein Drehbuch. Wir glauben, dass Integration besonders für geflüchtete Leute, die relativ neu in Deutschland sind, relativ neu in unserer Gesellschaft sind, Begegnung braucht. Und ist das Kunst? Ja, es ist Kunst und es ist Begegnung. Diese Begegnung haben wir bei unserem Kunstevent geschaffen und wir hatten viele Leute, die fröhlich mitgemacht haben, die einfach Lust hatten, damit Hand anzulegen, obwohl sie keine Ahnung hatten, was sie eigentlich bei einem Kunstevent machen sollten. Wenn Regina jetzt aus ihrem Schlafzimmer schaut, dann ist das ihr Blick und das Steinboot ist zwischen den hinteren beiden Häusern. Es wird jetzt bespielt, vor allem von Kindern, die da oft auf dem Weg in den Waldkindergarten einfach mal ins Boot reinsitzen. Und hier seht ihr einen Blick über die Hoffnungshäuser hinweg in unsere Stadt. Und schaut es euch einfach mal an, kommt bei uns vorbei, Taubentalstraße 7. Dieses Steinboot hat 3,5 Tonnen. Wir werden es nicht wegbewegen und vielleicht seht ihr auch uns dabei. Vielen Dank.